liebe meinen Beruf. Es ist wirklich meine Berufung. Also bei mir war es schon relativ früh abzusehen. Wir haben den Aufklärungsunterricht in der 5. Klasse gehabt und dann war für mich klar, ich möchte Hebamme werden. Ich möchte Frauen begleiten. Ich möchte ihnen gerade in dem intimsten Moment einfach nahe sein, sie unterstützen und am Leben dabei sein, am ersten Moment dabei sein, wenn das Kind zur Welt kommt. Wenn man den Moment sieht, wenn man das Kind der Mutter auf die Brust legt und diese Freude von der Mutter und dem Papa sieht, daraus zieht man eigentlich diese Kraft heraus. Und auch wenn die Paare sich dann bei einem bedanken, das ist das größte Geschenk, was man einer Hebamme machen kann, dass sie zufrieden waren mit der Betreuung, mit der Unterstützung, mit den Ratschlägen, die man ihnen als Hebamme mit auf den Weg gegeben hat. Das ist eigentlich so unsere Energie. Also wir haben wirklich ganz, ganz ein großes Spektrum an Hebammenfreiheit. Die physiologische Geburt unterliegt ja der Hebamme. Das heißt, wir leiten die Geburten bis zum Ende alleine und der Arzt ist bei einer natürlichen Geburt wirklich nur am Schluss mit dabei. Da wir aber ein großes Krankenhaus mit Level 1 sind, kann es durchaus sein, dass wir auch Risikogebärende betreuen, wo dann der Arzt direkt von Anfang an auch bei der Entbindung und auch bei der Betreuung mit anwesend ist. Wir sind als Hebammen hier sehr unterstützt, auch in der Alternativmedizin diese anzuwenden und nicht nur in der Schulmedizin, sodass wir natürlich auch die Beratungen den Schwangeren und auch den frisch gebackenen Müttern auch nicht nur im Schulmedizinischen empfehlen können, sondern auch alternativ sie unterstützen können. Gerade jetzt so die alltägliche Arbeit, das kann schon immer wieder mal stressige Situationen geben, wenn viele Frauen da sind, die Anforderungen durch die Frauen, vielleicht aber auch durch den Klinikalltag einfach höher gestuft werden. Das ist dann schon schwieriger. Aber es ist halt auch so, dass die Liebe zu dem Beruf so ausgeprägt ist, dass wir sagen, okay, und dann geht's trotzdem weiter. Wir sind ein sehr gemischtes Team, also wir sind ein Team von 23 Kolleginnen. Wir haben sehr junge Kolleginnen mit dabei und auch sehr, sehr erfahrene Hebammen. Also unsere älteste Kollegin ist 62 und man muss eigentlich wirklich sagen, dass es durchgehend uns allen so geht. Also wir motivieren uns auch gegenseitig, je nachdem, welche Kollegin jetzt mal eine super tolle Geburt gehabt hat. Allein wenn die davon berichtet, dann strahlen alle Gesichter wieder. Also wir suchen natürlich engagierte, motivierte Kolleginnen, die sich in das Team mit hineinfügen können, offen sind für neue Sachen, für neue Erkenntnisse. Wir haben eine Hebammenschule mit dabei, das heißt, es sollte natürlich auch der Wunsch da sein, die Erfahrungen auch an neue Kolleginnen und auch werdende Schüler weiterzugeben. Und die Liebe zum Beruf sollte natürlich, das ist das ganz Wichtige für uns, dass die da ist. Die Einarbeitungszeit ist ausgedehnt und auch individuell gestaltet, sodass man auch sagen kann, wenn jetzt 6 oder 8 Wochen Einarbeitungszeit nicht ausreichen, dann kann man die auch gerne weiter ausdehnen. Die Tatsache, dass wir als Klinikum auch demnächst zur Uniklinik werden, ist für die werdenden Kolleginnen mit Sicherheit auch sehr interessant, da wir auch in der Überlegung sind, ob wir in naher Zukunft vielleicht auch die Akademisierung für die Hebammen mit anbieten. Wir sind natürlich offen für jede Bewerbung und wir freuen uns, wenn neue Kolleginnen sich bei uns vorstellen und bewerben und auch einfach sich in unser Team mit einfügen möchten. Da freuen wir uns, klar.